stark, sieht hammermäßig aus. Und es wird auch eine gigantische Serie nächstes Jahr, ja, mit BMW, die dazukommen, Audi, Mercedes, sensationell. Und wird sicher sehr spannend, das Niveau wird sehr, sehr hoch sein. Und ich freue mich drauf, auch dann als Zuschauer mal dabei zu sein. Ja, ich bin mal alte Version gefahren mit Beifahrer, Taxifahrt, aber ich würde mal gerne dieses auf dem neuesten Stand jetzt mal probieren, mal schauen, wie das sich anfühlt. Das ist schon ein enormer Unterschied, ja, ganz klar. Einfach vom Speed her. Da sind wir bei der Formel 1, wir sind so schnell. Und dann, wenn ich mich in sowas reinsetze, da geht alles so langsam auf einmal. Ja. Also vom Gefühl her, das ist der Riesenunterschied. Ja, die letzten beiden Rennen waren positiv für uns als Team, weil wir einen kleinen Fortschritt gemacht haben. Aber ich glaube, jetzt für Ende der Saison wird es wieder ein bisschen schwieriger für uns. Unter anderem müssen wir uns jetzt einfach langsam auf nächstes Jahr konzentrieren. Ja, wir werden sicherlich als Team noch alles rausholen jetzt von den Rennen, aber Stück für Stück muss sich das Team auch voll konzentrieren, jetzt ein tolles Auto für nächstes Jahr zu bauen.